Liebe Mutbürger, liebe Freunde und Verteidiger des Rechtsstaats, so schnell sehen wir uns wieder hier auf diesem Platz. Wer hätte das gedacht? Und was für ein trauriger Anlass. Wir haben hier in Stuttgart am vergangenen Wochenende Szenen erlebt, die wir uns vor kurzem noch nicht hätten vorstellen können und die uns unglaublich wütend gemacht haben. Ein großteils migrantischer Mob, unterstützt von mutmaßlichen Linksfaschisten, die hier draußen auch wieder brüllen, zieht marodierend durch die Innenstadt, schlägt Schaufenster ein, plündert Geschäfte, zerstört Polizeifahrzeuge, verletzt mit ungeheurer Brutalität Polizeibeamte. Szenen wie aus dem Bürgerkrieg, liebe Freunde, die uns jetzt hier erneut auf die Straße bringen und uns klar sagen lassen, wehret den Anfängen, Solidarität mit unserer Polizei, null Toleranz mit den Feinden unserer Kultur und des Rechtsstaats. Und fast noch wütender, liebe Freunde, als diese Taten selbst, haben uns die Reaktionen der Medien und der Regierenden gemacht. Wie bei der Kölner Silvesternacht damals wird da zuerst vertuscht, dann verharmlost, dann schön geredet. Von Party- und Eventszene war die Rede. Liebe Freunde, Kölle Alaaf ist bekannt als Kölner Karnevalsruf. Aber dass Allahu Akbar ein Stuttgarter Partyruf sein soll, das haben wir nie gehört. Und das werden wir uns auch nicht einreden lassen. Für wie dumm hält man die Bürger eigentlich? Und das erinnert mich an einen russischen Philosophen, der die Stalinzeit mit einem langen, blutigen Karneval verglichen hat, in dem nämlich die Gesetze des Rechtsstaats aufgehoben waren. Liebe Freunde, auf eine solche Party können wir verzichten. Wir wollen Partys im Rechtsstaat, aber keine Party auf den Trümmern des Rechtsstaats. Und wer glaubt, solche hier feiern zu müssen, der ist ganz bestimmt kein Schutzsuchender, sondern ein Krimineller, der in unserem Land nichts, aber auch gar nichts verloren hat. Und immerhin hat Ministerpräsident Kretschmann erkannt, dass sich die Bevölkerung nicht so schamlos mehr hinters Licht führen lässt. Und er hat von Landfriedensbruch gesprochen. Ganz richtig. Aber zugleich stellt sich Herr Kretschmann hin, wie aus allen Wolken gefallen und sagt, das hat niemand ahnen können. Ich sage Ihnen, Herr Kretschmann, bitte tun Sie nicht so unschuldig. Wir haben es nicht nur geahnt, wir haben es seit Jahren vorhergesagt, was passieren wird, wenn Sie fortfahren mit Ihrer Politik der Masseneinwanderung, wenn Sie den Parallelgesellschaften keinen Einhalt gebieten, stattdessen Polizei als Rassisten diffamieren und sich zur Antifa bekennen, wie es Frau Esken, die SPD-Vorsitzende, jetzt kürzlich getan hat. Dann ist Stuttgart die logische Folge. Sie sind dafür verantwortlich und wir werden Sie aus dieser Verantwortung nicht entlassen. Ja, und hat man nicht Frau Merkel noch vor einigen Jahren sagen hören, Multikulti ist gescheitert, absolut gescheitert? Aber was kümmert diese Frau ihr Geschwätz von gestern, wenn sie heute einen anderen Pfeifenton hört aus der globalistischen Agenda, nachdem sie zu tanzen hat? Und darum bitte ich Sie, glauben Sie nicht den Pseudobürgerlichen von der CDU oder FDP, den Laschets, den Merz, den Söders, Drehhofers und Strobels und Eisenmanns und wie sie alle heißen. Sie haben Adenauer verraten, sie haben Franz Josef Strauß verraten und sie würden ihre eigene Großmutter verkaufen, nur um an der Macht zu bleiben. Friedrich Merz, mein Vorredner hat es gesagt, hat jetzt verkündet, mit den Grünen koalieren zu wollen. Und Söder sieht in der AfD den Hauptfeind. Nein, das sind Steigbügelhalter und willige Vollstrecker des Linksradikalismus in diesem Land. Es gibt nur eine Kraft, die für Recht und Ordnung sorgen und den Rechtsstaat verteidigen kann in Deutschland. Und das ist die AfD, die Alternative für Deutschland. Und jetzt wollen Sie uns aber den Mund verbieten, liebe Freunde. Wir sollen die Wahrheit nicht mehr sagen dürfen. Sie nennen es Hassrede.
aber es ist nichts anderes als Zensur. Eine Zensur findet wieder statt in Deutschland. Das ist gegen das Grundgesetz. Wir sprechen hier nicht von Beleidigung, übler Nachrede, Gewaltandrohung, Volksverhetzung. Das ist alles strafbar und soll es auch bleiben. Wir sprechen hier von der Kriminalisierung völlig legitimer Meinungsäußerungen. Ein eigenes Gesetz gegen sogenannten Hass im Netz ist jetzt erlassen worden. Sogenannte Hasskommentare müssen nicht nur gelöscht werden, sondern die IP-Adressen der Urheber müssen der Polizei gemeldet werden. Es drohen drakonische Strafen. Erst machen Sie eine Politik, die das Volk nur noch wütend macht, und dann erklären Sie diese Wut zum Verbrechen. Aber wenn es keine freie Meinungsäußerung mehr gibt, dann stirbt der Rechtsstaat, dann stirbt auch die Demokratie, und das werden wir nicht zulassen. Und darum wird unsere erste Amtshandlung sein, wenn wir regieren, liebe Freunde, dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz und das Gesetz gegen Hassrede wieder abzuschaffen. Und damit schaffen wir auch diese linke Hassindustrie ab, von der sogar der Fokus jetzt schreibt, das sind ehemalige Stasi-Spitzel aus der DDR unterwegs, die das Netz nach sogenannten Hasskommentaren absuchen. Die werden mit Millionen gefördert von unserer Bundesregierung. Eine Schande für Deutschland, liebe Freunde. Und Facebook geht ja sogar noch sozusagen freiwillig einen Schritt weiter. Mark Zuckerberg hat erklärt, Beiträge verbieten zu wollen, die, wonach Menschen, die einer bestimmten, und ich zitiere jetzt, Rasse, Ethnie, nationalen Herkunft, Religion, Kaste, sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität oder eines bestimmten Einwanderungsstatus angehören, eine Bedrohung für körperliche Sicherheit, Gesundheit oder das Überleben anderer darstellen, Zitat Ende. Und Politiker reden, die man nicht verbieten kann, die sollen mit einem Hinweis künftig versehen werden, nach dem Motto Achtung Hassrede. Mit anderen Worten, liebe Freunde, es soll nur noch Einzelfälle geben dürfen. Die Wahrheit darf nicht mehr gesagt werden. Und die Wahrheit ist aber, dass es Kulturen gibt, die besser und solche, die weniger gut zu uns passen. Und wenn es eben regelmäßig Angehörige der islamischen Religion sind, die durch ihres aggressives Verhalten auffallen, die sich nicht integrieren wollen und die unserer Kultur den Kampf angesagt haben, dann sind das für uns nicht einfach Männer. Das ist auch keine Partyszene, sondern dann werden wir das Kind auch weiterhin beim Namen nennen. Wir werden uns nicht den Mund verbieten lassen, liebe Freunde. Und wir werden dafür sorgen, dass ihr es auch nicht dürft, auch weiterhin dürft. Natürlich sind es nicht alle, natürlich sind viele Muslime friedliebend, sind integriert und sind unsere Mitbürger. Aber darum geht es hier nicht. Es geht um ein strukturelles Problem mit bestimmten Einwanderergruppen, das sich jetzt in Stuttgart wieder gezeigt hat. Und wenn man das nicht benennen darf, wird man das Problem niemals lösen können. Nur die AfD hat diesen Mut zur Wahrheit. Darum können wir nur wir mit euch gemeinsam die notwendige Politikwende in diesem Land herbeiführen. Packen wir es an. Vielen Dank.